Also heute ist der letzte Tag, ne? Ja, heute ist quasi der letzte Tag. Wir machen jetzt noch eine Abschlussfeier für das Camp. Und morgen werden die letzten Menschen dann auch umziehen. Gibt es jetzt weniger Menschen? Ja, am Anfang waren hier ganz viele, 120 glaube ich. Und jetzt sind nur noch 30 übrig, die dann morgen auch woanders hinziehen. Was denkst du darüber, dass das Camp ab morgen nicht mehr da ist? Ich denke aber, das ist auch gut. Zum Beispiel die Leute auch kann es zum Beispiel in die Schule gehen und gibt kann zum Beispiel hat Zimmer oder so, kann ruhig schlafen und die, das ist auch gut für die Kinder. In eine andere Heim sozusagen ist viel besser, da hat man sein eigenes Zimmer und so. Freust du dich darüber oder bist du traurig? Vielleicht, ich bin einfach traurig für das, aber das ist richtig, ist besser von hier. Wie lange lebst du in diesem Camp schon? Vielleicht schon ein Jahr und 3 Monate. Ich glaube so 6 Monate oder 7 Monate so. I live here 1.5 years. Und I come here with my family. Und was hast du in diesem Jahr und 3 Monaten hier alles so erlebt? Ich habe viele Leute kennenzulernen hier auch und ist das sehr, sehr schön. Zum Beispiel du, das ist, freue mich. Ja, ich habe immer mit hier mit den Menschen gespielt. Und das waren deine schönsten Erfahrungen oder gibt es noch was Besonderes? Nee, ich habe die auch mit hier so draußen in den Weg so Fahrrad gespielt und so. Am Anfang, ich bin im Oktober 2015 das erste Mal hier gewesen und da war ich fast jeden Tag hier. This is my friend Johannes. This is from Eritrea. This is a good man. Ich wollte wissen, was mit den Menschen passiert und ich wollte deren Schicksale miterleben. Und es hat mich dazu gebracht, immer wieder zu kommen. Deswegen bin ich jetzt auch 1,5 Jahre so oft hierher gekommen, weil es mich einfach interessiert hat und weil die Menschen, die ich erstmal als Flüchtlinge gesehen habe, irgendwann meine Freunde wurden. Also schön ist also, dass da so viele Leute sind und dann spielen wir. Was machst du dann, wenn wir hier immer kommen? Ich spiele meistens mit den Kindern und das macht auch sehr viel Spaß. Oder ich rede mit den Menschen, damit die ein bisschen mehr Deutsch lernen. It's help refugees for everything what you want, clothes, essen, sure, sometimes geld, give you money. Was hast du so zusammen mit deinen Freunden alles erlebt? Ich habe gelaufen, spazieren, ich meine, Fußball spielen und schwimmen auch und ich habe viele Sachen hier schon gemacht mit den Leuten. Ich habe viele Menschen, vor allem die Jungs, die mich Schwester nennen und bei denen ich mich auch wirklich wohlfühle und beschützt fühle. Gibt es auch Erlebnisse, die nicht so schön waren hier? Ja, manchmal hier gibt es viele Probleme, gab es hier. Und es war sehr laut. Und manchmal kommt auch Polizei immer hier. The difficulty is worse here. When you won't go out, you must say that for security. When back, you say that in the security. When you want to eat, not now, maybe in 12 hours. Ist dieser Platz gut? Er ist auf jeden Fall besser als manch anderes Camp, aber es ist halt einfach eine Turnhalle und Turnhallen sind nie super, um darin ein Jahr zu wohnen, vor allem nicht mit 100 anderen Menschen. Es war immer laut und man könnte kaum schlafen und es gibt manchmal Probleme zwischen Leuten, aber was mir gefallen hat, dass er so viele Leute kommen, sie mit uns spielen und dass hier so viele Kinder sind. Es war schön zu sehen, dass zum Beispiel mit den Kleinsten jeder gespielt hat und jeder sich darum gekümmert hat, jeder geguckt hat, wenn ein Kind Hunger hat, dass es was zu essen bekommt. Und in der Schule, wie ist es da für dich? Ist es schwer oder geht es? Natürlich, alle ist es schwer, aber alle kommen langsam schon. Also ich gehe jetzt in Manfred von Allen Gymnasium in die 7. Klasse und ja, es ist alles normal. An sich kann ich sagen, dass es einige Erlebnisse gab, die wirklich in meinem Kopf hängen bleiben werden und die ich wahrscheinlich auch niemals wieder vergessen werde. So zum Beispiel, als mir ein Mädchen, mit der ich immer für die Schule gelernt habe, mit der ich Hausaufgaben gemacht habe, alles Mögliche, mir erzählt hat, dass sie jetzt aufs Gymnasium gehen kann.
und sozusagen richtig Fuß gefasst hat hier und ich jetzt auch weiß, dass sie höchstwahrscheinlich eine sehr gute Zukunft hier haben wird. Ich habe viele Freunde und also ich bin immer mit denen und die helfen mich auch, wenn ich zum Beispiel kein Wort verstehe oder nicht einen Satz nicht verstanden habe, dann erklären sie mir. Und das war zum Beispiel vor kurzem, vor 2 Wochen, glaube ich, ist eine Familie zurückgegangen, wo ich wirklich sehr traurig war und wo ich auch hier stand und dann auch wirklich geweint habe. Wer war das? Sura, die auch bei einem Film dabei war. Now with every people, you know, every go another home is everything okay. You can't cook in, you can't make what you want because it's changed. You give you money. Welche Wünsche hast du für die Zukunft hier? Ich wünsche alle Leute, ich wünsche nicht nur in meiner Zukunft, ich wünsche alle, hat eine coole Zukunft und das ist, machen für mich glücklich. Sehr schön. Wir werden euch nicht vergessen. Ich komme, ja? Und du kommst zu meinem Geburtstag. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Tschüss. Thorsten, hallo. Do you go now? I will see you. We will have a good time. Show people the other. Okay. Then you can do everybody. Many don't understand me. Everybody who come on this bus now, no, we don't want to stay here. All the bus. Every people is don't want this place because it's not for people. It's for animals. Ihnen wurde ein ganz Bilder von einem ganz anderen Heim gezeigt. Anscheinend wahrscheinlich. The chief is showing me the andere, another picture, another home. Why is bringing me here? I don't know. You have children. You must spielen. Want kaufen. Keine kaufen, keine spielen, keine. This is Deutschland. It's in Berlin here. This is a place in Berlin, not in Berlin. It's Raus Berlin. He say this. I don't know. See, any people, he say, look, his children, he's cry about this place. You want 3 persons? No problem. 1 person. مطبخ كامل وحمام تواليت رب شلو تمين بس شلون ايش صار تمين
Cool? Nein. Nein. Bisschen, bisschen. Hallo, schön. Halli. Yeah. This is our point where we are. Then you go left, and not the first street, the second street. You go on the right, and there's Lilo. I go left. This, and then first, second street, right. Okay. What do you think about your new home? Now I'm not seeing the first time, but I see now is everything good. I see Kusha. And I see zwei room, one for Kim, one for me. And is everything okay? It's good. Wichtige Papiere. Na, Asma, hast du dein Bett gesehen? Ja, ja,